diesem Beitrag erfahren Sie etwas über unser neues BMX-Service-Projekt. Wir haben den großen Vorteil, dass gerade jetzt in Stuttgart eine neue Supercross-Strecke für diese Sportart gebaut wird. Und gemeinsam mit dem Olympiastützpunkt und dem Verband versuchen wir in diesem Projekt die Belastungsstruktur in dieser Sportart zu analysieren, um dann daraus für die Trainingspraxis Empfehlungen auszusprechen für den optimalen Trainingsprozess. Viel Spaß zu diesem Beitrag. Training im olympischen BMX-Rennsport nochmal zu verbessern, versuchen wir, eine Belastungsstruktur und ein Anforderungsprofil für die Sportler zu erstellen. Hierzu nutzen wir die mobile Spirometrie, um auf der Strecke eine Atemgasanalyse zu machen und so festzustellen, welche Energiebereitstellung überwiegt. Zusätzlich dazu nutzen wir die stationäre Spiro, um damit festzustellen, wo der VO2 Max der Athleten und die Leistungsschwellen dieser Athleten liegen. Während der Fahrt werden die Kraftwerte über die FES-Messkurbeln erfasst. Die hohe Abtastrate ermöglicht es uns dabei, insbesondere die wichtige Startphase sehr detailliert zu betrachten. Nach Ende der Fahrt werden die Daten per Kabel auf den Laptop übertragen und stehen somit sofort dem Fahrer und Trainer zur Verfügung. Neben den Messungen auf der Strecke führen wir mit dem Isomet 2000 Ganzkörperkrafttests durch. Die Werte können wir dann mit den Ergebnissen der Strecke vergleichen und sehen so, welche Leistungsfähigkeit die Athleten auf und neben der Strecke haben. Zusätzlich dazu führen wir verschiedene funktionelle Tests am OSP Stuttgart durch. Das BISP-Service-Projekt mit der Universität Stuttgart leistet einen ganz entscheidenden und wichtigen Beitrag für unsere olympische Disziplin BMX. Mit der wissenschaftlichen Unterstützung ist es möglich, vor allem in Stuttgart, dem bald einzigen Standort im BMX-Bereich mit einer Rennstrecke im olympischen Format, diese Sportart zu unterstützen und vor allen Dingen an die Weltspitze heranzuführen.